Ja, wir haben das HZ-Programm, was die Akkuschlagschrauber angeht, noch mal deutlich erweitert. Wir kennen wahrscheinlich alle schon den 700 Newtonmeter Schlagschrauber im Programm 9212-3. Dazugekommen sind schon im Frühjahr der 9212-SPC-1. Das ist ein Motor mit Bürste. Sehr preisgünstig, 260 Newtonmeter maximales Drehmoment bzw. maximales Lösemoment. Und dazu dann nochmal der große Bruder, der dennoch kleiner ist von den Abmaßen her, 9212-M1. Der hat auch wieder einen bürstenlosen Motor mit 270 Newtonmeter Lösemoment. Beide mit 2 Ampere Akku. Und jetzt ganz neu im Programm, quasi hier auf der Messe neu dabei, ist der Akku-Bohrschrauber 9230-2. Da haben wir auch wieder ein paar nette Features dabei. Wir haben einmal unten im Handgriff eine Lampe, die angeht in dem Moment, wo ich den Taster einmal nur kurz gedrückt habe. Sprich also schon bevor sich die Spindel dreht, habe ich die Lampe an und kann meinen Arbeitsbereich damit ausleuchten. Wir haben ein 15-fach verstellbares Drehmoment im Kopf, wie man es auch von anderen Schlagschraubern kennt. Können da eben das Drehmoment erhöhen bis auf die Stufe 15 und danach kommt die 16. Stufe, die eben zum Bohren da ist, die nicht Drehmoment reduziert ist. Und damit sind wir auch schon vorne am Gerät angekommen, haben einen Metall-Schnellspannfutter, mit dem wir halt werkzeuglos unsere Bohrer und Bits und dergleichen einsetzen können. Geht bis 13 mm Größe, also gerade eben auch geeignet für zum Beispiel eben die Radnabenschleifer und dergleichen, die eben einen Dorn von 11 mm haben. Auch das Gerät, genau wie alle anderen Geräte, kompatibel mit unserem ganzen Akkusystem. Heißt also, wir können die 2 Ampere Akkus reinsetzen, wir können 5 Ampere Akkus reinsetzen und haben auch hier ein Schnellladegerät im Lieferumfang. Dazu auch nochmal ganz neues Gerät, der Winkelschleifer, frisch im Programm. 5 Ampere Akku hat das Gerät. Wir haben hier unten auswechselbare Mesh-Filter drin, damit eben keine Fremdpartikel in das Gerät kommen können bei der Arbeit. Gerade beim Schleifen ist das natürlich immer eine Gefahr. Wir haben oben die Schutzhaube im Programm bei dem Winkelschleifer. Da direkt immer 2 Stück im Lieferumfang. Eine für die Schrubbscheiben, die mehr geschlossen ist. Eine andere, die weiter geöffnet ist, für die Trennscheiben. Beide Hauben können wir werkzeuglos verstellen, machen einfach den Hebel auf, können sie uns dann so verdrehen, wie wir sie wollen und einstellen. Und was natürlich auch dabei ist, wir haben einen Handgriff, den wir uns sowohl auf die rechte als auch auf die linke Seite setzen können. Und wie man sieht, der Winkel ist etwas größer als 90 Grad, was von der Haptik her wirklich deutliche Vorteile bringt. Natürlich hat die Maschine auch einige Sicherheitsmerkmale, wie zum Beispiel, dass wenn ich den Akku tausche und versehentlich dabei die Maschine anschalte, startet sie bei eingesetztem Akku nicht automatisch. Das ist eine Sicherheitsfunktion. Das gleiche auch beim Starten des Geräts. Das Gerät läuft langsam an, um eben keine großen Lastwechselreaktionen in der Hand zu erzeugen. Die neuen Geräte gibt es jeweils im Satz mit einem Akku, in einem stabilen Werkzeugkoffer der Winkelschleifer oder mit 2 Akkus oder eben als reines, nacktes Gerät, so wie wir es hier sehen, ohne einen Akku und Ladegerät.